Ihr müsst auch verstehen, dass das immer mit sehr viel Gegenwind verbunden ist und mir keine Freude bereitet. Und again, ich möchte mich auch nicht davon freisprechen, dass ich manchmal die Sachen gerne anders transportiert hätte oder nicht sachlich genug rübergebracht habe und dass ich auch Fehler gemacht habe, ja. Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Aljoscha. Ich hoffe, es geht euch gut. Holt euch ein Getränk eurer Wahl. Ich habe hier einen Kaffee, ich habe hier ein Wasser, damit wir immer schön darauf achten, dass wir genug trinken. Macht es euch gemütlich. Wir reagieren heute auf das aktuelle Video von MyLab. Namens So werden wir in der Politik verarscht. Wie ich finde, ein sehr aktuelles Thema. Und bevor wir anfangen, ein Satz. Ich war gerade im Urlaub. Ich habe sehr viel nachgedacht und denke auch immer noch sehr viel nach. Und ich möchte gerne ein paar Sachen ändern. Nicht unbedingt in dem Kanal, mehr an meinem Leben. Das könnte aber Auswirkungen auf den Kanal haben. Wir werden es sehen. Sollte irgendwas sein, sage ich euch das natürlich. An alle Menschen, die mich hier mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen, vielen, vielen, vielen Dank. Ein kleiner Lifesaver jetzt in der Zeit, in der ich wenig Videos gemacht habe, weil es mir mental aktuell nicht so gut ging. Aber eine deutliche Aufwärtstendenz gerade. Es läuft. Und vergesst bitte nicht, den Algorithmus zu grüßen. Und Henry und Johannes und was auch immer ihr wollt. In diesem Sinne, lasst mal reingehen. Die Wagenknecht der Wissenschaft, YouTube-Star Mighty Nguyen Kim, geht in die Politik. Die Wagenknecht der Wissenschaft, okay. Sind die alle komplett durchgeknallt? Ich sehe schon, ich muss hier erstmal einiges erklären und aufklären. Erstmal grundsätzlich. Für alle, die sich aufregen, dass ich bitte bei der Wissenschaft bleiben soll und mich nicht in die Politik einmischen soll. Ich sage, wir haben zu wenig Wissenschaft in der Politik. Oder besser gesagt, zu wenig Wissenschaftlichkeit, zu wenig Sachlichkeit, zu wenig Differenzierung. Stattdessen vereinfachen, verdrehen, emotionalisieren und im schlimmsten Fall hetzen. Wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Sie bringen diese Menschenmassen in Luxushotels unter. Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben. Es ist einfach für mich so krass, wenn man sowas sieht, weil in meinem Kopf, und ich gehe davon aus, in vielen eurer Köpfe auch, man sich die ganze Zeit fragt, wie es sein kann, dass Menschen angesichts der aktuellen Lage, also auf vielen Ebenen, ich meine, was die Klimakrise angeht, Kriege, vielen Menschen geht es wirtschaftlich schlecht. Auch nach der Corona-Pandemie muss man bedenken, dass es viele Menschen mit Long-Covid gibt, viele psychische Erkrankungen, die jüngere Generation leidet enorm unter Zukunftsängsten. Und dann sitzen da irgendwelche meist sehr wohlhabenden bis reichen Politiker, wie ein Christian Lindner, und instrumentalisieren irgendwelche Themen für sich, nur um irgendwie Hetze zu betreiben und Stimmen für sich zu gewinnen. Und ich denke mir halt so, wie abgestumpft kann man menschlich sein und wie fernab der Realität, dass man intrinsisch nur noch mehr möchte. Stimmen gleich Bestätigung, gleich Macht, gleich Geld, gleich, ich weiß es nicht. Ich frage mich selber auch oft, die Menschen, die in die Politik gehen, mit welcher Motivation machen die das? Sind das Menschen, die von vornherein sich denken, ich habe richtig Bock, Menschen zu helfen? Oder sind das eher Menschen, die denken, nö, ich habe einfach Bock, mein Leben ein bisschen geiler zu machen und das Leben von den Menschen, die alle Geld haben. Oder ich habe ein bisschen Bock auf Stress. Das ist natürlich jetzt selber spitzt und mir ist klar, dass es da durchaus sehr viele Graustufen gibt und dass nicht alle PolitikerInnen so sind. Es sind halt die, die wir immer sehen, die uns oft gezeigt werden. Die lautesten, die ja leider aber oft auch in Führungspositionen in den jeweiligen Parteien sind. Ich habe oft das Gefühl, dass sie so in Bezug zur Realität komplett verloren haben. Die Sachen, die sie machen und sagen, so ganz ernsthafte Konsequenzen für diesen Planeten und für extrem viele Menschen haben. Das denke ich mir sowieso ganz oft. Sowohl auf YouTube als auch in der Politik, als auch generell Social Media. Hass hat auch laut einer aktuellen Studie zugenommen. Und das macht mir irgendwie Angst. Ich verstehe einfach sehr doll den Frust der Menschen, weil ich auch sehr frustriert bin. Ja, mit besonders steilen Thesen kann man sich besonders einfach breit machen und andere wichtige Themen aus dem öffentlichen Diskurs verdrängen. Denn gerade durch Empörung werden populistische Narrative überall rauf und runter diskutiert, ständig wiederholt und schön ins öffentliche Bewusstsein einmassiert. Und das Spannende ist ja, dass diejenigen Menschen, die sagen, haben wir nichts Wichtigeres zu tun, oft diejenigen sind, die populistische Statements raushauen, die dann von den eigentlichen Problemen ablenken. Und was ich mich auch sehr oft frage, ist, dass verschiedene Themen koexistieren dürfen und können und sollen und müssen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, haben wir keine wichtigeren Themen, als jetzt über Veganismus zu sprechen, dann denke ich mir so, dann sprich selber darüber. Also wir können ja verschiedene Themen gleichzeitig ansprechen. Aber das Problem an dem, was aktuell passiert, ist ja, dass eigentlich nur noch damit gearbeitet wird, bestimmte Themen
Themen, die sehr gut funktionieren, wie Gendern oder eben Personengruppen, die sowieso schon sehr viel diskriminiert werden, also queere Menschen, Transmenschen, Drag Queens oder eben Themen wie Pronomen. Sowas funktioniert sehr gut, um Menschen zu emotionalisieren und den Eindruck zu machen, als hätten wir wichtigere Themen, obwohl das nie zum Thema gemacht wurde. Außer von den Leuten, die es gerade zum Thema machen. Versteht man, was ich meine? Es funktioniert leider zu gut. Aber heute holen wir uns den Diskurs zurück. Und zwar nach unserem Lieblingsmotto: Wissen ist Macht. Wir werden heute verstehen, was uns nicht nur den demokratischen Diskurs versaut, sondern im schlimmsten Fall sogar die Demokratie selbst kosten könnte. Reden wir über Populismus. Erstmal, was ist Populismus? Populismus kommt vom lateinischen populus, das Volk. Es geht also ums Volk. Okay, klingt erstmal gut. Im Populismus wird aber das Volk zu einer identitätsstiftenden Einheit konstruiert. Populismus arbeitet mit Gruppenidentitäten, so wie wir die Landwirte mit gesundem Menschenverstand oder wir die Freunde der Sonne. Ne? Hauptsache schön homogen. Ihr seid doch alle Individuen. Ja, wir sind alle Individuen. Und ihr seid alle völlig verschieden. Ja, wir sind alle völlig verschieden. Ich nicht. Anders als Brian inszenieren sich Populisten als einzig wahre Vertreter des Volkes und als Außenseiter im besten Sinne, weil sie nicht Teil des Establishments sind. Wir sind das Volk. Wir als AfD werden deswegen bekämpft, weil wir noch die Interessen des Volkes vertreten. Wir machen das für unsere Leute und für uns steht das deutsche Volk nun mal ein. Mir ist übrigens auch nochmal wichtig zu sagen, dass Populismus nicht nur von der AfD oder der CDU ausgeht. Populismus gibt's generell ja überall. Ich glaube, was mir bei diesem Thema Populismus wichtig ist, ist, dass der eben unterschiedlich gefährlich ist. Also wenn eine AfD Hetze und Hass verbreitet gegen bestimmte Menschengruppen, dann ist das natürlich deutlich gefährlicher, als wenn rein theoretisch jetzt die Linken oder die Grünen sagen würden, wir wollen eine Genderpflicht überall. Das wäre sehr nervig und ich begrüße das übrigens auch nicht. Ich würde keine Genderpflicht begrüßen. Aber ihr seht vielleicht den Unterschied. So, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. An allererster Stelle, das sollte es für die anderen ja auch. Am Reichstag steht dem deutschen Volke. Aber außer unserer Fraktion, der Rest hat es offensichtlich vergessen. Und damit wären wir bei der nächsten vereinfachten Gruppenidentität, die da oben. Also wir das Volk gegen die Elite. Kurz. Und das ist auch so spannend, wenn man einfach mal sieht, dass die meisten Menschen, auch eine Alice Weidel, ne, die mit ihrer Frau, die übrigens Migrationshintergrund hat, in der Schweiz lebt, wahrscheinlich, ich will gar nicht wissen, wie reich die sind, und dann für das Volk spricht. Selbe gilt für Friedrich Merz, selbe gilt für Markus Söder. Das ist ja auch das Krasse an dem AfD-Paradoxon, dass die Zielgruppe derjenigen Menschen, die die AfD wählen, die in der Regel eher weniger verdienen und die sich vom Staat finanzielle Unterstützung wünschen, am meisten unter der AfD leiden würden. Und die AfD ist vor allem eine Partei für reiche Männer vor allem. Also auch was Familien und Mütter angeht, was Rente angeht, was Mindestlohn angeht. Das alles wurde mal ausgerechnet, dass Menschen ab einem Einkommen von 250.000 Euro im Jahr knapp 8% plus machen würden unter der AfD. Und Menschen mit einem Einkommen bis zu 40.000 Euro würden so gut wie gar nichts merken. Und das betrifft sehr viele Menschen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gesagt habe. Egal, weiter geht's. Kurz, wir gegen die. Ah ja. Die Elite da oben wird natürlich grundsätzlich als schlecht dargestellt. Und völlig egal, wer gerade an der Macht ist, der Mythos ist immer, die Macht gehe nicht vom Volke aus. Man müsse sie sich, notfalls mit Gewalt, zurückholen. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Okay, hier war unser Land und unser Volk, als ob wir jemals was dafür geleistet hätten. War der Populismus jetzt offensichtlich, aber so einfach ist das nicht immer. Wo fängt Populismus an? Viele würden sagen, Populismus ist schon Stammtischrhetorik, niveaulose Angriffe politischer Gegner oder plumpe Versprechen, die man gar nicht erst einhalten kann. Und wem wird das vorgeworfen? Grüner wirft Union-Populismus vor, SPD wirft Grünen-Populismus vor, CDU-Politikerin wirft SPD-Politiker Populismus vor. Also hier finde ich es übrigens auch nochmal spannend zu gucken, dass die Welt ja tendenziell, ne, Axel Springer Verlag, definitiv eher auf dem politisch rechten Spektrum zu sehen. Da ist es, dass gegen die Grünen vorgegangen wird, was ja dann irgendwie auch Sinn macht, wenn man das so sieht. Bei der Süddeutschen Zeitung hingegen steht, Grünchef wirft Union-Populismus vor und beim Tagesspiegel steht, CDU wirft SPD-Populismus vor. Somit ist alles ja vertreten.
Aber ich finde, gerade auch bei dem Thema Populismus haben große Medien auch eine riesen Verantwortung. Und auch da muss man dann bedenken, da sitzen Menschen, da sitzen echte Menschen, die diese Entscheidung treffen und das in die Welt raushauen, anstelle zu überlegen, wie können wir konstruktiv diesen Diskurs weiterführen, wie können wir uns vor allem, und das ist das, was ich am wenigsten verstehe, klar gegen Rechtsextremismus abgrenzen. Das hat mir bis zu den Großdemos gefehlt, dass Menschen gesagt haben, ich grenze mich klar gegen Rechtsextremismus ab. Und dann immer sofort irgendjemand mit Linksextremismus kommt, wo ich mich dann immer frage, wo haben wir denn aktuell ein Problem mit Linksextremismus und benenne mal konkret, was da deine Sorgen sind. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch schon mal von der Hufeisentheorie gehört habt, ansonsten blendet Johannes das hier mal kurz ein. Ne, die Hufeisentheorie, die basically besagt, es gibt Links- und Rechtsextremismus und beides ist irgendwie gleich schlimm und das ist natürlich absoluter Quatsch, das ist ja auch mit Zahlen zu belegen, dass das absolut nicht auf einer Ebene ist und Menschen, die sagen, jede Form des Extremismus sei irgendwie doof, relativieren das, relativieren rechtsextreme Gewalt, die vor allem auf Hass und Hetze beruht, während Linksextremismus dieses gewaltvolle System versucht, mit Gewalt zu dekonstruieren. Und die Gewalt ist da aber vor allem meist gegen Gebäude und Institutionen gerichtet. Und ich will das damit nicht schönreden und sagen, dass ich das cool finde. Ich will damit nur sagen, dass das große, große Unterschiede macht und dass man da mal so ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man sowas raushaut. Also, Grün, genau. So schließt sich der Kreis. Alles klar. Populismus machen immer die anderen. Und tatsächlich kann man grundsätzlich jede beliebige politische Haltung mit Populismus paaren. Populismus ist eine Art, Politik zu machen, wie ein Akkuschrauber, auf den alle möglichen Aufsätze passen. Wir haben uns für diese Sendung unzählige Bundestagsreden angeschaut und uns gefragt, verteilt sich der Populismus auf alle Parteien gleich? Also, I doubt it. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sage jetzt einfach mal, Spitzenreiter des Populismus ist die AfD, gefolgt von der CDU. Nein, CSU. Na, beide. Ich hoffe, sie löst das auf. Wir haben wirklich versucht, aus allen politischen Richtungen gleich viele Beispiele zu finden, aber hat es geklappt? Spoiler, nein. Und wir haben uns gefragt, ist Populismus mit... Oh, jetzt habe ich ein bisschen gehofft, dass sie sagt, wer denn jetzt top. Komm, vielleicht kommt das ja noch. Bestimmten Ideologien gefährlicher als mit anderen. Spoiler? Ja. Ja, aber lasst mich etwas ausholen. Denn erst müssen wir das Wesen des Populismus noch besser verstehen. Ein wichtiges Werkzeug der Populistinnen und Populisten ist ihre Rhetorik. Wie funktioniert das? Oft checkt man das gar nicht, obwohl man direkt daneben steht. Wir haben uns deshalb den Giftschrank der rhetorischen Populismus-Tricks einmal genauer angesehen. Hier unsere Top 5. Trick Nummer 1. Die schweigende Mehrheit. Oft geht der Mythos Wir das Volk nicht ganz so gut auf, wenn man mit seiner Gruppenidentität in der Minderheit ist. Der Trick, man redet einfach eine schweigende Mehrheit herbei. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Da ist es wieder. Gruselig, oder? Ich finde es immer mega gruselig, diese Reden zu sehen. Also ich würde halt wirklich ernst gemeint gerne mit diesen Menschen mal privat, ohne Kameras, von mir aus auch mit so einer, wie heißt das, so eine Vertrauensklausel, NDA oder sowas, dass ich mit niemandem darüber sprechen darf, privat eine ganz ehrliche, mit Lügendetektor, es wird immer schlimmer, Ansage von denen haben und verstehen, ob die das in dem Moment wirklich glauben, ob die so tief quasi da drin stecken, dass sie fest davon überzeugt sind, dass das, was sie sagen, stimmt, oder ob sie wissen, dass sie damit manipulieren. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, ne, ich glaube, also ich wünschte, ich könnte jetzt an der Stelle sagen, ich bin frei davon. Ich lasse mich weder davon beeinflussen, noch würde ich jemals populistische Statements raushauen. Ich kann mich davon aber nicht freisprechen. Ich bemühe mich natürlich, das nicht zu tun. Aber wir alle leben ja nach Wertevorstellungen und Ideen. Wir alle sind Menschen. Wir alle machen Fehler. Und da zähle ich auch zu. Ich denke manchmal noch zurück an den alten YouTube-Kanal vor 3-4 Jahren. Und Johannes hat ja damals auch schon die Videos geschnitten. Und ich weiß, dass ich da auch vor kurzem mit ihm mal drüber gesprochen habe und gesagt habe, erinnerst du dich noch dran, wie ich bzw. wir damals teilweise off-camera gesprochen haben, also die Sachen, die er dann rausgeschnitten hat, haben wir auch immer explizit gesagt, schneid das bitte raus, weil das teilweise echt sexistische, queerfeindliche, behindertenfeindliche, transfeindliche, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt, ich habe es einfach irgendwas in den Raum geworfen, aber auf jeden Fall war die Sprache, die wir benutzt haben, würde ich so nie wieder benutzen. Und das war nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin, weil ich ein Arsch bin oder weil ich ein Doppelleben führe und heimlich die ganze Zeit Schnitzel in der Ecke esse und die ganze Zeit nur rassistische Sachen raushaue und hier nach vorne hin ist alles cool,
sondern weil ich ganz, ganz krass sensibilisiert wurde für bestimmte Themen und damals einfach eine gewisse Ignoranz hatte. Und ich glaube, das habe ich immer noch in bestimmten Bereichen, beziehungsweise ich weiß, dass ich das in bestimmten Bereichen noch habe. Und es ist ganz schwierig, das zu dekonstruieren und zu verstehen. Ich bin da auch teilweise sehr, sehr, sehr dankbar über die Community, die ich habe, über Menschen, die mich umgeben oder Menschen auf Social Media, die jahrelang jetzt schon großartige, kostenlose Aufklärungsarbeit leisten, von denen ich halt sehr viel gelernt habe. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das, was Mai hier gerade macht, unfassbar wichtig ist, über Populismus aufzuklären. Zum einen, um uns selber kritisch zu hinterfragen in Debatten, in Diskussionen. Zum anderen aber auch, um das zu entlarven und zu erkennen. Das ist etwas, was ich ja schon länger auch sage. Wir sollten anfangen zu lernen, die Sprache, die PolitikerInnen nutzen, zu verstehen und zu analysieren. Aber nicht nur PolitikerInnen, sondern auch Menschen auf YouTube. Ein Medium, auf dem so viele, vor allem jüngere Menschen, sich bewegen. Instagram, Social Media generell. Wenn wir anfangen, das zu erkennen und zu verstehen, diese Muster zu sehen, dann ist es viel leichter, das Motiv dahinter zu sehen. Und es ist auch viel leichter, das zu dekonstruieren. Und deswegen finde ich das richtig knorke von der Mai. Es ist wieder das Zurückholen. Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern, wurde demokratisch gewählt, will sich die Demokratie aber zurückholen. Klar. Das Praktische an der schweigenden Mehrheit, sie schweigt. Und deswegen kann niemand beweisen, ob es sie wirklich gibt oder nicht. Trick Nummer zwei. Das falsche Dilemma. Man kann es auch Schwarz-Weiß-Malerei nennen. Sehen wir uns das in der Praxis an. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. SUV. Oh, krass. Du kaufst dir... Warum sind die barfuß? Krass. Du kaufst dir jetzt noch so ein Auto? Das schluckt auch locker 17 Liter auf 100 Kilometer. Wie viel Tonnen CO2 sind denn das? Zeig doch mal, steht das da? Sollen wir jetzt alle Lastenrad fahren oder wie? Ja. Falsches Dilemma. Entweder 12 Zylinder oder Lastenrad. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es nichts. In Wirklichkeit gibt es natürlich einiges dazwischen. Sparsame Verbrenner zum Beispiel oder E-Autos oder ein goldenes Raketenauto mit Wasserstoffantrieb. Das, Magna Cartana. Das falsche Dilemma kann nicht nur Gegenpositionen schwächen, sondern auch spalten. Beispiel Angriffskrieg auf die Ukraine. Dass der Krieg beendet wird, wünscht sich sicher die Mehrheit. Über das Wie kann man lange streiten. Doch was macht Sarah Wagenknecht daraus? Irgendwo auf einer Demo habe ich mal ein sehr schönes Plakat gesehen. Darauf stand, wer Waffen liefert, will Krieg. Sonst würde er Diplomaten schicken. Die Wagenknecht... Was ist mit der passiert? Also, ich erinnere mich wirklich an Zeiten, an denen ich ihr zugeguckt habe und so dachte, ja, ja. Und jetzt denke ich mir oft so, hä? Wie kann man denn ein Statement raushauen, in dem man sagt, wenn du Waffen lieferst, dann willst du Krieg, sonst willst du Diplomaten schicken, als ob man nicht beides machen könnte. Boah, Gott, ey, Leute. Ist halt gefährlich. Und again, dasselbe, was ich eben über Markus Söder und so gesagt habe. Ich würde gerne mit denen mal privat sprechen und wirklich ernsthaft denen ganz tief in die Augen gucken und fragen, seid ihr wirklich der Überzeugung? Ich glaube denen, dass sie der Überzeugung sind, dass das nicht die Lösung ist. Aber sind sie wirklich der Überzeugung, dass das, was sie gerade sagen, zielführend ist und sinnvoll und dass das so stimmt? Anknecht der Wissenschaft sagt aber, das sind gleich zwei falsche Dilemmas. Erstens, entweder du bist gegen Waffenlieferung an die Ukraine oder du willst Krieg. Da natürlich keiner Krieg will, sollen so möglichst viele überzeugt werden. Und das zweite falsche Dilemma, entweder man schickt Waffen oder Diplomaten. Dass man auch beides gleichzeitig machen kann, ist im falschen Dilemma keine Möglichkeit. Im Zweifel einfach an Obi-Wan Kenobi denken. Der antwortete auf, wenn ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind. Mit nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Also seid kein Sith. Machen wir weiter mit Trick Nummer 3, dem Ad hominem-Argument. Ad hominem heißt so viel wie gegen die Person gerichtet und ist auch alles andere als ein Argument. Statt dem Gegenüber was Sachliches oder Inhaltliches zu entgegnen, weicht man auf persönlichen Angriff aus. Schauen wir uns auch das in einem Beispiel an. Gugugugaga. Ja, Fifi, ja. Ja, geht's dir gut? Ja. Ja, musst du kacken? Kacke. Kacke machen, wir machen gleich Kacke. Hallo, Entschuldigung, das arme Kind. Das wird doch davon krank. Also von Ihnen als Hundehalter lasse ich mir gar nichts mehr sagen. Personenangriffe à la ad hominem hat man vor allem dann nötig, wenn die sachliche Argumentationsbasis dünn ist. Was sollte Katjana hier schon sagen? Rauchen ist gesund fürs Baby? Also lieber persönlich angreifen und so vom eigentlichen Problem ablenken.
Ich brauche die Bühne wieder. Ja, danke. Auch das ist natürlich ein weit verbreitetes Phänomen, ne? Ich kenne das auch auf YouTube, dass man Menschen einfach Wörter in den Mund legt, die die Person nie gesagt haben, irgendwelche psychischen Diagnosen gibt, was ja indirekten Angriff darstellen soll und auf sehr vielen Ebenen, ich sag mal, schwierig ist. Aber das Problem daran ist, und das ist so ein bisschen meine Sorge jetzt auch wieder, dass die Menschen, die das sehen, wahrscheinlich wieder nur denken werden, ah ja, genau, die anderen. Gut, kommen wir erstmal weiter. Jetzt ein Beispiel aus der Corona-Zeit. Als es darum ging, ob die Corona-Maßnahmen angemessen sind oder nicht, waren sich Wolfgang Kubicki und Karl Lauterbach offensichtlich nicht einig. Kubicki hatte aber gute Argumente gegen Karl Lauterbach. Isst kein Salz, isst kein Zucker, trinkt keinen Alkohol, hat keine Freundin. Was hat er dann vom Leben? Aber Karl Lauterbach spielt doch Tischtennis. Das ist doch auch was. Also, wenn du ganz von der Sachlage weg willst, nimm ad hominem. Wenn du die Sachlage lieber verdrehen willst, empfehle ich Trick Nummer 4, das Strohmann-Argument. Hier unterstellt man, mag ich auch sehr gerne, stellt man der Gegenseite eine Position, die sie so gar nicht vertritt. Ein Beispiel aus der Praxis. Ja, Max. Warum lassen wir es zu, dass Kinder im Schnitt täglich 15 Werbespots für Zuckerbomben, für salzige und fettige Snacks sehen? Wir müssen Werbung für zuckerhaltige Produkte, die an Kinder gerichtet ist, einschränken. Nichts darf man mehr. Ich lass mir meinen Schnitzel nicht nehmen. Ich will mir von Ihnen nicht den Zucker in meinem Kaffee verbieten lassen. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Doch, hat so geklungen. Der Trick, ich nehme ein Argument der Gegenseite und verzerre es so stark, dass es total leicht angreifbar wird. Es wird also gar nicht mehr gegen den eigentlichen Gegner argumentiert, sondern gegen eine Art Strohmann, dem das verzerrte Argument in den Mund gelegt wird. So ist es viel einfacher, Recht zu behalten. Ich lasse mir von Ihnen nicht den Zucker aus meinem Kaffee nehmen. Warte mal, irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Welche Befugnisse meinst du? Wenn der Herr mir vorschreiben will, dass ich keinen Zucker mehr in Kaffee tun soll. Das hat er, glaube ich, ja, das selbstverständlich getan. Hat er ja, also getan. Ja, das war die Reaktion auf den Vorschlag von Bundesminister Cem Özdemir, als er an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker einschränken wollte, wie es im Koalitionsvertrag steht. Again, was geht in den Köpfen von Menschen ab, wenn man sowas hört? Das ist doch absolut sinnvoll, dass Werbung für Produkte, die nachweisbar schädlich sind, eingeschränkt wird an eine bestimmte Zielgruppe, ohne dabei erwachsene Menschen zu entmündigen. Was ist daran schlimm? Also ich kann mir das nur erklären, dass diese Menschen entweder sich irgendwie selber angegriffen fühlen, I don't know why, oder vielleicht kapitalistische Gründe haben, weil sie mutmaßlich, keine Ahnung, von der Zuckerlobby bezahlt werden oder da irgendwelche Connections haben. Ich habe gehört, dass PolitikerInnen sowas ja manchmal haben. Julia Klöckner zum Beispiel, die war ja auch bis zum Haaransatz irgendwie mit irgendwelchen komischen Lobbys da verankert. Also ich versuche das halt zu verstehen und mir fällt nichts ein. Naja, auf jeden Fall cool. Aber Hoeneß war nicht der Einzige, der darauf mit einem Strohmann reagierte. Wir müssen Werbung für zuckerhaltige Produkte, die an Kinder gerichtet ist, einschränken. Haben die Grünen eigentlich keine anderen Sorgen? Ob Kinder Süßigkeiten bekommen, sollten die Eltern und nicht ein grüner Minister entscheiden. Hallo? Also, das kann doch nicht sein hier. Ja. Dieser Schokohase, so ein Schokohase. Der ist nämlich besonders lecker. Also wirklich, Sie müssen mir einmal... Ganz kurz, ich habe einen Schokohase. Markus Söder, mal wieder wie für uns geschrieben. Ich glaube, dass wenn jemand so emotionalisiert und so ein Feindbild zeichnet, dass das natürlich, ich sag das ja auch immer wieder, es ist leichter, sich aufzuregen, als sich inhaltlich mit den Themen ernsthaft auseinanderzusetzen. Wenn wir eine schuldige Partei, eine schuldige Person haben, die vermeintlich für alles verantwortlich ist, auch hier wieder sehr schwarz-weiß, dann ist es für uns leichter, weil wir unsere Wut gezielter an jemanden richten können, als einfach nur sich auf eine Art machtlos zu fühlen. Aber wir sind nicht machtlos. Wir können anfangen, das zu verstehen, indem solche Videos gemacht werden, wir solche Videos teilen, wir mit Menschen darüber sprechen, wir andere Menschen darüber aufklären und vor allem laut werden gegen PolitikerInnen. Wir haben an den Demos gesehen, das ist wirklich was, was mir Gänsehaut gemacht hat, dass die schweigende Mehrheit eindeutig eine Demokratie will. Und mir hat das so viel Kraft gegeben. Insofern, ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das. Jede soziale Gerechtigkeitsbewegung in der Vergangenheit hat immer zu Gegenbewegungen geführt. Immer. Weil Leute in Machtpositionen das Gefühl haben, dass man ihnen was wegnimmt. Was ja auf eine Art auch stimmt. Noch ein Klassiker. Immer noch nicht verstanden, warum die barfuß sind. Müssen irgendwelche Hygienestandards? Aber sie hat doch auch Schuhe an. Haben die keine anderen Sorgen?
eine Mischung aus Whataboutism und falschem Dilemma, zu fragen, ob es nichts Wichtigeres gibt. Übrigens auch sehr gerne genommen, auch hier auf YouTube, beim Thema Gendern. Haben die keine anderen Sorgen? Naja, sucht mir gerne die Videos raus, die sagen, ihr müsst jetzt alle gendern. Und dann sucht mir mal die Gegenreaktion raus, die sagen, warum Gendern scheiße ist. Und die ganzen Kommentare von Menschen, die sagen, ich habe aufgehört, das Video zu gucken, weil ihr gendert oder sonst irgendwas. Das ist ein Thema, was Menschen emotionalisiert. Und es gibt ja bereits Genderverbote, das wissen ja die meisten, die mir folgen, auch schon. Das wird komischerweise gar nicht thematisiert. Und ich möchte an der Stelle nochmal klar sagen, ich bin definitiv nicht für eine Genderpflicht. Und ich bin genauso definitiv auch nicht für ein Genderverbot. Aber es ist einfach ein Thema, was sehr gut funktioniert. Weil es unter diese Kategorie die Grünen und Verbot und uns das wegnehmen, dass wir, dass die große Mehrheit, denen wird was vorgeschrieben, was weggenommen, alles, was jetzt schon gesagt wurde. Als könnte und müsste man nicht mehrere Themen gleichzeitig angehen. Der kleine Populismus zwischendurch. Das Tolle am Strohmann-Argument, ich bringe den anderen in die Defensive, der muss sich verteidigen und erklären, warum er irgendetwas so nie gesagt hat. Das erschöpft den Gegner und er kann seinen inhaltlichen Punkt nicht mehr machen. Am besten funktioniert es natürlich. Und es lenkt natürlich auch ab, ne? Also man ist irgendwann am Ende so einer Diskussion auf einmal wo ganz anders und redet komplett am eigentlichen Thema vorbei. Also, ja. Wenn der Gegner gar nicht da ist, um sich zu verteidigen. Beispiel. Die verquere Welt der Grünen und Linken. Sie wollen uns vorschreiben, als was man sich an Fasching verkleiden und was man noch essen darf. Ja, Alice Weidel. Was eine sympathische Person. Es ist so traurig, dass zumindest meine Wahrnehmung aktuell ist, dass Debatten kaum noch geführt werden können und vor allem, wenn man sich überlegt, was steht hinter einer Debatte, also das, was sie gerade sagt. Wenn sie über Faschingskostüme spricht und sagt, man darf das nicht mehr, dann meint sie natürlich das Thema kulturelle Aneignung, sich als indigene Person zu verkleiden, die verfolgt, unterdrückt wurden und dann von denjenigen Menschen quasi als Kostüm, als Belustigung getragen wird und Menschen versuchen, darauf hinzuweisen, dass das verletzend ist, genau wie das N-Wort zu benutzen, wie bestimmte queerfeindliche Begriffe zu benutzen. Und da geht es ja auch nicht darum zu sagen, wir wollen das verbieten, sondern in erster Linie appelliert man ja, ja, und wenn ich sage wir, ne, dann meine ich die Linksversifften obviously, sondern es geht in erster Linie eigentlich um einen Appell an die Empathie. Es geht darum zu versuchen, Menschen zu vermitteln, hey, hier hat jemand versucht, was zu erklären. Und ja, ich bin mir sicher, dass da Menschen auch über die Stränge schlagen und irgendwie vielleicht mal laut werden. Aber auch da denke ich, sollte man versuchen zu verstehen, dass das Menschen sind, die in der Regel ja schon sehr viel Diskriminierung durchgemacht haben. Und in Teilen kann ich mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen, weil ich ein ganz anderes Leben habe. Ich verstehe auch, dass sie es niemals allen recht machen können. Ich verstehe aber trotzdem nicht, wie man es nicht zumindest versuchen kann, das zu verstehen. Und mit verstehen meine ich nicht einfach nur einmal zuhören, sondern sich damit auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, was bedeutet das denn? Habe ich mich jemals mit der Kultur und der Geschichte indigener Menschen auseinandergesetzt? Und wenn man sagt, ich habe da keinen Bock und keine Kapazitäten für, dann kann man es doch auch einfach lassen, die Kostüme zu tragen. Also wenn man sagt, ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Man kann es natürlich auch einfach trotzdem machen, aber dann darf man zumindest auch nicht, meiner Meinung nach, sauer darüber sein, dass es Gegenreaktionen gibt. Auch das ist Teil der Demokratie, dass Menschen sagen, ich sage dir jetzt, warum ich das nicht in Ordnung finde, warum ich das verletzend finde, warum ich das respektlos finde. Let's be honest, vor 50, 60 Jahren haben wir auch noch Sachen gesagt, die wir jetzt nicht mehr sagen würden, weil wir angefangen haben, zuzuhören und Dinge zu lernen, weil sich, ja, ist auch egal. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Let's go. Der Bauer darf nicht mehr selbst entscheiden, was er anbaut. Und wer ein Haus hat, der darf nicht mehr selbst bestimmen, welche Heizung er im Keller hat. Stimmt zwar nicht, regt dafür aber auf. Super sind Strohmänner auch, wenn ein Thema sehr kompliziert ist. Beispiel Glyphosat. Da konnten wir in einem 20-Minuten-MyLab-Video gerade so die Basics covern. Aber es geht natürlich auch einfacher, dachte sich zum Beispiel der grüne Umweltminister von Niedersachsen. Laut BFR können Sie kübelweise Hashtag Glyphosat trinken. Ich würde es nicht tun. Hashtag WHO. Ja, ich würde das auch nicht tun, aber das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt das natürlich auch nirgends. Hashtag Strohmann. Und last but not least, Trick Nummer 5. Und das war jetzt zum Beispiel eine Polemik aus der grünen Ecke. Und ich finde es komplett daneben. Das ist auch unwissenschaftlich. Das Problem daran ist natürlich jetzt auch wieder, dass selbst wenn etwas wissenschaftlich ist, das nicht unbedingt alle Menschen annehmen. Ne? Da ist ja immer die Frage, welche Quellen man nimmt. Also es gibt ja Menschen, die sagen, die Erde ist flach. Es gibt Menschen, die sagen, die Klimakrise, ich nenne es Klimahysterie, alles fake. Ja, wild. Es gibt auch Menschen, die sagen, dass die woken Menschen schuld an Rechtsextremismus sind, die Nazis in die Karten spielen. Das muss man erstmal hinbekommen, so dieses Verdrehen im Kopf. Dass diejenigen, die versuchen, auf soziale Gerechtigkeit hinzuweisen, auf so eine schlimme Art und Weise, dass es mehr Nazis gibt. Und dann zu sagen, ihr seid schuld daran, dass es mehr Nazis gibt.
es gibt mehr Nazis und die sind schuld daran. Fehlt uns dann nicht tendenziell eine ganz klare, harte Kante gegen Nazis? Also man kann ja auch hier, es gibt ja nicht wieder nur Schwarz-Weiß, ne? Man darf ja sagen, hey, by the way, ich finde es nicht so gut, wie ihr kommuniziert, aber das hier ist das eigentliche Problem. Mit Abstand, mit meilenweitem Abstand. Es ist einfach, puh. Die Mott-and-Bailey-Taktik. Der Name Mott-and-Bailey basiert auf einer Mittel... Kenne ich tatsächlich gar nicht, Mott-and-Bailey. Das hört sich an wie eine Duftkerze. Also so eine Marke für Duftkerzen. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Duftkerze. Ja, nicht so richtig, aber egal. Ne? Also, kennst du das? Die Vanille-Zimt von Mott-and-Bailey mag ich sehr, sehr gerne. Einer mittelalterlichen Burg mit Burghof. Bailey ist der Burghof, Mott die höher gelegene Burg. Auf dem Burghof, Bailey, reißt man schon mal die Klappe auf. Bei Gegenwehr flüchtet man sich dann auf den Burgturm, Mott, und rudert kräftig zurück. Ah. Aber seht selbst. Also wenn du mich fragst, sollte man Frauen verbieten, bei ersten Dates Make-up zu tragen. Das ist false advertising. Bitte was? Also was ist denn das für eine wilde sexistische Kacke? Also ich meine ja nur, es ist doch traurig, dass sich Frauen gesellschaftlich unter Druck gesetzt fühlen, nur mit Make-up gut auszusehen. Ach, okay, das habe ich jetzt falsch verstanden gehabt, okay. Ja, ist ja schon gut. Auch da, ich finde es eigentlich ganz schön, das Beispiel, weil hier ist eine Frau, die in ihrem Leben sehr wahrscheinlich schon sehr viel Sexismus erfahren hat, der man jetzt im Zweifel auch sagen könnte, boah, was wirst du direkt so laut, musst ja nicht direkt rumbrüllen, weil das meinte ich ja gar nicht so. Und das nennt sich ja Tone Policing, also Menschen zu sagen, der Ton, im übertragenen Sinne, der Ton, in dem du gerade gesprochen hast, ist nicht angemessen. Die Emotionen, die du gerade transportierst, sind nicht angemessen, weil ich war ja eigentlich ganz nett und ich darf doch einfach nochmal ganz normal was sagen. Das ist insofern schwierig als das, wie gesagt, dass Menschen die Diskriminierung erfahren, und ich rede ja vor allem auch davon, ich spreche das immer wieder an, das Thema Intersektionalität. Ne? Das ist insofern wichtig. Also Intersektion bedeutet quasi Schnittstelle. Das ist, dass Leute, die mir länger folgen, wissen das jetzt schon, aber ich sage es trotzdem mal kurz. Verschiedene Formen der Diskriminierung können Überschneidungen haben, also Schnittstellen. Menschen können mehrere Schnittstellen haben. Und es ist insofern wichtig, als dass man sich immer vor Augen führt, dass es Menschen gibt, die mehrfach diskriminiert sein können und jede zusätzliche Form, die an Diskriminierung dazukommt, eine Belastung darstellt. Und das hilft einem einfach nur zu verstehen, rücksichtsvoller zu sein. Mehr ist es im Ende nicht. Und ich glaube nicht, dass das Ziel ist, da irgendwie perfekt zu sein, alles richtig zu machen, immer alles zu sehen, sondern einfach sich immer mehr zu sensibilisieren dafür. Eine mehrgewichtige schwarze Muslima mit Behinderung erfährt also antimuslimischen Rassismus, erfährt Sexismus, erfährt Transfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit, Fettfeindlichkeit. Und wenn man das jetzt noch weiter strickt, dann ist es statistisch gesehen so, dass Menschen, die mehrfach diskriminiert sind, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, psychisch krank zu werden, aufgrund der Diskriminierungserfahrung, weniger Zugang zu Bildung zu haben, entsprechend weniger Einkommen zu haben. Und das zieht so einen Rattenschwanz mit sich. Und ich glaube, wenn man anfängt, das zu verstehen und seine eigenen Privilegien zu hinterfragen, basically ein Privileg bedeutet einfach nur, wenn es mich nicht betrifft. So, mich betrifft nichts von dem, was ich gerade angesprochen habe. Und diese Person, von der ich gerade gesprochen habe, die jeden Tag mit Barrieren zu kämpfen hat, mit Anfeindungen über ihren Körper, über ihr Aussehen, über ihre Religion, über ihre Behinderung, vielleicht auch darüber, dass sie keine Markenklamotten trägt. Also das ist ja sehr, sehr, sehr vielschichtig, das Problem. Stell dich mal vor, was für ein in Teilen unfassbar anstrengend und belastendes Leben das sein kann, so viel Diskriminierung und Gegenwind und Beleidigungen zu erfahren. Und auch vor allem in Angst zu leben. Wenn jetzt jemand was sagt, auch wenn er es nicht böse meinte, was belastend ist, dann ist es doch verständlich, dass die Person auch lauter wird und sagt, boah, ey, was soll der Scheiß? Und der dann zu sagen, jetzt entspann dich mal, so meinte ich das doch gar nicht, ist halt in dem Moment Tone Policing. Ich wünschte mir halt einfach, dass wir an einen Punkt kommen, in dem wir dann einfach sagen, boah, tut mir echt leid, das war wirklich nicht meine Absicht, ich wusste das einfach nicht. Ich gelobe Besserung. Gut, also ich meine, Frauen sind emotional, denen fällt rationales Denken halt manchmal ein bisschen schwerer. Also was ich sag doch nur, Frauen haben viel mehr emotionale Kompetenz. Mott und Bailey. Danke. Katja Erz, Max Gerhalt. Ja. Das Problem, das Bailey-Argument ist provokant, oft diskriminierend oder menschenverachtend. Das Mott-Argument ist dann, ich habe doch nur gesagt, dass
Eine deutlich abgeschwächte Version, die einfacher zu verteidigen ist. So muss man sich für seine ursprüngliche Aussage nicht erklären, geschweige denn... Und es bleibt wahrscheinlich trotzdem was hängen. Ich glaube wahrscheinlich, wenn man das jetzt so sieht, dann kennt man das. Und das Problem ist, dass so ein bisschen was hängen bleibt. Das hat man ja auch in ihrer Reaktion so gesehen, die jetzt zwar geschauspielt, aber so dieses, ach so, ja, nee, dann okay. Geschweige denn entschuldigen. Hier ein super Beispiel von Friedrich Merz. Ihr erinnert euch? Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Als diese Aussage einen Haufen Kritik erntete, rettete er sich auf die sichere Mottburg. Ich habe dieses Wort Sozialtourismus verwendet, nicht in der Absicht, irgendjemandem da zu nahe zu treten oder auch persönlich etwas vorzuwerfen, sondern ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass wir zunehmende Probleme haben mit der Unterbringung und auch mit der Betreuung von Flüchtlingen. Das Problem bei solchen Mott- und Bailey-Argumenten ist... Das hätte man auch einfach so sagen können. Das war ja jetzt irgendwie sehr abgeschwächt. Und das ist ja auch nur passiert, weil er so viel Gegenwind erfahren hat. Ne? Und insofern auch nochmal Hinweis, dass diese Kritikstorms, ich nenne sie jetzt Kritikstorms, weil sehr oft Kritikstorms sind und nicht Shitstorms, bringen auch was. Also gerade bei so Menschen wie Friedrich Merz, die derartig rassistische und menschenverachtende Aussagen treffen. Ich erinnere gerne nochmal daran, da sitzt ein wirklich reicher Mann und gießt einfach Öl in ein ohnehin schon brennendes Gebäude. Ja. ...ist, dass immer etwas hängen bleibt. Und meistens ist es das schädliche Bailey-Argument. Ne. Jedenfalls, wenn ihr das nächste Mal im Netz auf ein falsches Dilemma, einen Strohmann oder Ähnliches trefft, haben wir für euch auf dieser Webseite passende Antworten vorbereitet, die ihr einfach direkt verschicken könnt. Und Sharepics, die könnt ihr einfach... Okay, das ist großartig. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Das ist, also ich weiß gar nicht, wem ich jetzt Danke sage. Ob ich Mai jetzt Danke sage oder dem Sender oder allen, die daran beteiligt sind, die das möglich gemacht haben. Das ist mega. Finde ich richtig, richtig gut. Guck ich mir auch gleich mal an. Einfach als Kommentar posten ist auf jeden Fall sinnvoller, als sich auf eine Scheinargumentation einzulassen. Und auch gut für den Familienchat. Und damit schließen wir unsere Rhetorik-Lerneinheit erstmal ab und kommen zurück zu Populismus und antidemokratischer Ideologie. Dass man einer demokratisch gewählten Regierung unterstellt, sie würde das Volk eben nicht vertreten oder sogar Deutschland hassen und das Volk müsse sich die Macht zurückholen, das ist das eine. Die Wir-Identität wird noch durch weitere Feindbilder verstärkt, indem bestimmte Gruppen aus dem Wir ausgeschlossen werden. Zum Beispiel Menschen bestimmter Herkunft, Religion oder Sexualität. Und dann wird Wir, das Volk, höchst undemokratisch und gefährlich. These aren't people. These are animals. The biggest threats to our survival today and the threats to our freedom are the European Union, mass immigration and this terrible Islamic ideology of submission and violence. Es ist halt auch so leicht, die multiplen Probleme, die wir haben, auf einzelne benennbare Strukturen zu reduzieren und zu sagen, ein Großteil der Probleme, die ihr gerade habt, warum es euch schlecht geht, sind, weil Massenimmigration, weil MigrantInnen die Jobs wegnehmen, weil MigrantInnen und dann füge irgendwas ein, was gesagt wird. Es ist wirklich unfassbar und ich weiß auch manchmal nicht, ob die Menschen, die das sagen, die ja meist schon älter sind und das vielleicht auch gar nicht mehr mitbekommen werden, wenn wir die Klimakatastrophe nicht verhindern können und Ressourcen wie Wasser, Nahrung und Land so knapp werden. Was glaubt ihr, was das zur Folge hat? Mal abgesehen davon, dass es natürlich Kriege geben wird, wenn Länder und Gegenden nicht mehr bewohnbar sind. Was glaubt ihr, was das zur Folge hat? Migration und dann wirklich Massenmigration. Es ist alles so wahnsinnig kurzsichtig und vor allem unmenschlich. Les Français n'en peuvent plus de l'immigration massive, légale et illégale. Diese Einwanderung zerstört unsere Sozialversicherungssysteme, sie zerstört unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und sie zerstört unsere Kultur. Sie muss beendet werden und zwar sofort. Ich rede nicht mehr von Integration, ich rede nur noch von Remigration. Wir dürfen Rechtsextremismus in einer Demokratie nicht dulden. Extremismus generell. Es gibt auf der Welt auch Beispiele für demokratiezersetzenden Linksextremismus. Aber Deutschland ist gerade Teil dieser internationalen Verschiebung nach rechts. Und rechtspopulistische Parteien sind in Europa in letzter Zeit sehr erfolgreich. Auch in Deutschland. Hier ein Beispiel aus der sogenannten Mitte-Studie. Der Aussage, im nationalen Interesse können wir nicht allen die gleichen Rechte gewähren, stimmen viele Leute voll und ganz oder eher zu. Insgesamt 34,5%, also jeder Dritte sieht das so.
Und über 8% der Befragten teilen mittlerweile ein rechtsextremes Weltbild. In den Jahren davor kam man bei der Befragung nur auf 2-3%. Und dazu kommt noch ein großer Graubereich von 20%, der Rechtsextremismus zumindest nicht klar ablehnt. Dieser Aufwand hat vielschichtige Gründe, die den Rahmen dieser Sendung sprengen würden. Oh, ich hoffe, sie macht da noch eine Sendung zu. Eine Sache fällt aber auf. Wir haben bei der Ach so, ich weiß ja die Lösung, warum es Rechtsextremismus gibt. Die Woken. Vergessen. Zusammenstellung der Rhetoriktricks. Versucht, konkrete Beispiele aus möglichst allen politischen Richtungen und Parteien zu finden und zu zeigen. Eben weil Populismus unabhängig von Parteipolitik oder Ideologie angewendet werden kann und auch angewendet wird. Doch es wäre false balance, wenn wir so tun würden, als hätten wir überall gleich viel gefunden. Es gab einfach viel mehr populistische Rhetorikbeispiele von rechts als aus allen anderen politischen Richtungen. Aber nicht nur die reine Anzahl ist ein Problem. Wenn man jetzt einfach mal politisch rechts definiert, dass die politisch Rechte sagt, es gibt soziale Differenzen, das ist jetzt nur ganz grob, und die politisch Linke sagt, ja, die gibt es, aber wir versuchen, die zu eradizieren, dann macht es natürlich auch Sinn, dass politisch rechts und vor allem rechtsextrem mit Feindbezeichnung viel besser Populismus betreiben kann als links. Also, dass es nicht sich ausschließt und trotzdem geht, ist ja klar, ne, hat sie auch gesagt. Und vor allem muss man auch nochmal differenzieren zwischen politisch rechts und rechtsextrem. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil bei Rechtsextremismus bewegen wir uns in einem undemokratischen Bereich. Das politisch rechte Spektrum befindet sich ja noch im Rahmen der Demokratie. Ja, nee, Punkt. Sondern was inhaltlich dahinter steckt. Ja, der Rechtspopulismus hat ein Kern, der antidemokratisch ist. Und zwar, weil die Idee des Volkes eine Idee ist, die anderen ausschließt. Damit werden zwei Hauptprinzipien der Demokratie verletzt. Das eine Prinzip ist die Gleichheit, dass wir alle gleich sind. Und das andere Prinzip sind die Menschenrechte. Plötzlich gelten Menschenrechte nur für bestimmte Gruppen. Ich weiß nicht, ob ich mitgehe bei dem Punkt, dass wir alle gleich sind. Wir haben zwar meiner Meinung nach alle dieselben Rechte verdient, aber wir sind nicht alle gleich. Wir sind alle unterschiedlich. Ich glaube, die meisten Menschen haben ähnliche Grundbedürfnisse. Aber ja, ich weiß natürlich trotzdem, was sie meint. Deswegen ist es auch so gefährlich, wenn eigentlich liberale, linke oder konservative Stimmen diese Rhetorik wiederholen. Und das, was sie gerade gesagt hat, ist genau auf den Punkt gebracht, das, was ich in dem Disney-Video von Alicia Joe, in dem Warum Political Correctness nicht die Lösung ist, warum gendern. Und ich würde in Teilen der Videos auch Aussagen von mir inzwischen anders formulieren, ja. Aber der Kern meiner Botschaft und dessen, was ich gesagt habe und die Gefahr, die ich da sehe, habe ich in all den Videos immer benannt und das ist genau das. Und deswegen habe ich auch immer wieder in den Videos gesagt, man muss nicht politisch rechts sein, man muss nicht rechtsextrem sein, um Rhetorik zu reproduzieren, die aus der Ecke kommt und die genau diesen Menschen in die Karten spielt. Und wir haben zum Beispiel damals in einem Gender-Video gesagt, dass Alicia den Verein Deutscher Sprache als Quelle genommen hat. Und das hatte Leonie damals schon als sehr Rechtsaußenquelle benannt. Auch Victoria hat gesagt, das sind Menschen, die Sprachpurismus verbreiten, die immer im Rechtsaußenspektrum zu finden sind. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an das Korrektiv jetzt erinnert. Da kam raus, dass der Vorstand des Vereins für Deutsche Sprache, also die Quelle, die da genutzt wurde, mit bei diesem Treffen, diesem Remigrations-Deportationstreffen der AfD war. Ihr müsst auch verstehen, dass das immer mit sehr viel Gegenwind verbunden ist und mir keine Freude bereitet. Und again, ich möchte mich auch nicht davon freisprechen, dass ich manchmal die Sachen gerne anders transportiert hätte oder nicht sachlich genug rübergebracht habe und dass ich auch Fehler gemacht habe, ja. Mir geht es aber bei diesem Video und auch bei allen anderen Videos darum, dass wir anfangen müssen, zusammenzuhalten und das klare Feindbild zu benennen, das, was uns aktuell am meisten gefährdet. Und das ist die AfD und alle rechtsextremen AfD. Und auch nicht alle Menschen bei der AfD sind rechtsextrem, by the way. Ne? Aber also wir haben eine Partei, die in Teilen schon gesichert rechtsextrem ist, die in größten Teilen Deutschlands ein rechtsextremer Verdachtsfall ist. Und mir macht das Angst. Mir macht das Angst. Und einen letzten Satz dazu, weil ich weiß, dass Leute mir jetzt schon sagen, ich suche irgendwelche Probleme bei Alicia. Nein, ich suche keine Fehler und ich möchte auch nichts falsch verstehen. Ich versuche, die Sprache, und das ist ja zum Beispiel auch so, Leonie hat das studiert, Victoria hat das studiert, das hat ja was mit Analyse zu tun. Ich habe das nicht studiert. Ich werde hellhörig, weil ich mich natürlich damit auseinandergesetzt habe. Und wenn man einen riesen Kanal hat und das in die Öffentlichkeit raushaut und viele Menschen das einfach so hinnehmen, so wie ich das übrigens auch lange Zeit einfach hingenommen habe, weil ich es nicht gesehen oder gehört oder verstanden, wie auch immer habe. Und das ist genau das, was Mai gerade angesprochen hat. Das macht mir Sorgen. Und ich erinnere mich auch daran, dass sie in mehreren Videos gesagt hat, sie ist super offen für konstruktive Kritik. Here it is. Alle meine Videos waren bisher konstruktive Kritik. Die kleinen Parteien. Ja, danke, genau, stopp. Genau das. Tun sich denn konservative Parteien mit dieser Art von Populismus überhaupt einen Gefallen?
ich glaube nicht. Eigentlich nicht, weil sie bekommen maximal eine Wahlperiode damit gewonnen. Am Ende optieren die Wähler tatsächlich für das Original und das sehen wir. Also ich glaube wirklich, wir sollten kollektiv anfangen, ich weiß nicht wie, aber es ist auch erstmal ein Bauchgefühl, Menschen in der Politik auf den Pott zu setzen und konkrete Maßnahmen zu fordern. Beziehungsweise nicht zu fordern, sondern zu sagen, ey, ich will jetzt genau wissen, was ihr ändern wollt und wann und wie. Und nicht nur zu sagen, die Grünen wollen das machen, die CDU will das machen, die SPD will das machen und das ist scheiße. Dann sag, was genau du machen willst, wie du es machen willst und wem du damit hilfst. Und dann Alice Weidel, die sich einfach bei den Bauern untermischt und so tut, als wäre sie total volksnah und macht dann Selfies mit denen. Das ist super smart, aber wir müssen halt anfangen, das zu durchschauen. Dass die überhaupt nicht im Sinne und Interesse der LandwirtInnen arbeitet. Gar nicht. Ja, das ist der Fall von Frankreich und das ist jetzt schon der Fall von den Niederlanden. Und für uns Medienschaffende ist es schwierig, verantwortlich zu handeln. Ignoriert man jetzt rechtspopulistische Statements und setzt ihnen nichts entgegen? Oder behandelt man sie kritisch und trägt damit trotzdem dazu bei, dass diese Aussagen wiederholt und verbreitet werden? Das ist genau denselben Struggle, den ich ja dann auch immer hatte. Jedes Mal bei den Videos, die ich eben genannt habe, aber eben auch bei anderen Videos, dass man sich immer die Frage stellt, mache ich das oder nicht? Ihr wisst gar nicht, wie viele Telefonate und Diskussionen ich im Hintergrund geführt habe oder führe teilweise immer noch mit Menschen in der Öffentlichkeit, in meinem Umfeld und wirklich immer überlege, macht das Sinn? Oder lasse ich es lieber? Also da fließen natürlich mehrere Sachen mit ein. Da fließt ja auch meine mentale Gesundheit und Verfassung mit ein. Da fließt ein, ob ich darin einen konstruktiven Lösungsansatz sehe, ob ich glaube, dass es tendenziell mehr Menschen abholt und überzeugt als umgekehrt. Als Menschen, die dann einfach sagen, du bist nur ideologisch sonst was und ich drehe mich jetzt um und höre dir gar nicht mehr zu. I don't know. Genau das haben wir uns für diese Sendung natürlich auch gefragt und uns am Ende dafür entschieden, weil der Nutzen hoffentlich überwiegt. Also aufklären, wie Populismus funktioniert. Ohne konkrete Beispiele wäre das sehr abstrakt. Was man sonst gegen demokratiegefährdenden Populismus tun kann, darüber haben wir mit Professor Paula Diehl gesprochen. Das ganze Gespräch findet ihr in der Mediathek. Denn wir fragen uns wahrscheinlich alle, was kann ich persönlich tun? Naja, also ich persönlich. Nach meinem letzten MyLab-Video gab es ja einige Schlagzeilen und Kommentare. Ja, eine neue Partei. Aber so viele Daumen danke. Hoch. Wie geil. Endlich eine neue. Bitte nicht. An alle, die sich gefreut haben, danke. Also ich muss jetzt ganz kurz einmal gestehen, dass ich das Video nicht gesehen habe. Ich habe es angefangen und dachte so, oh krass, ein Statement. Lange kein Video mehr von ihr gesehen und ich bin großer, also ne, ich finde sie super. Ich fand sie schon immer super, habe das Video gesehen, angefangen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. War dann irgendwie abgelenkt, musste irgendwas machen, das Video auf jeden Fall pausieren und habe es dann einfach vergessen weiterzugucken. Das heißt, ich war jetzt nicht so da drin, ich war noch nicht an dem Punkt, an dem sie gesagt hat, muss ich es halt jetzt selber machen, beziehungsweise so, dass ich das auch so aufgenommen habe. Vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Aber vor allem euch muss ich jetzt etwas sehr Wichtiges mitteilen. Ich habe in meinem Antipopulismus-Video am Ende selbst Populismus angewendet. Da war alles dabei. Wir das Volk gegen die da oben. Hallo Berlin, hallo hier unten. Wir, die vernünftige Mehrheit. Wir haben keinen Bock mehr. Ich als Außenseiterin, die nicht so ist wie die Elite. Manchmal ist es gar nicht so verkehrt, einen festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiterblick aufzuwirbeln. Die es bestimmt auch viel besser machen würde. Denn wie sagt man so schön, wenn du willst, dass es gut wird, musst du es halt selbst machen. Und wir, die Nerds, die Vernünftigen, die Sachlichen gegen die Populisten und Populismusopfer. Vernunft und Wissenschaftlichkeit ist die einzige Therapie gegen Desinformation und Populismus. Also Nerds an die Macht. So werden wir von der Politik verarscht. Also, so heißt diese Sendung auf YouTube. Natürlich auch Populismus pur. Warum haben wir das alles gemacht? Okay, das ist genius. Das ist wirklich, wirklich genius. Ich würde jetzt natürlich super gerne sagen, ich habe das Video gesehen, mir ist es sofort aufgefallen. Aber ich habe das Video nicht gesehen. Also ich habe es gesehen, aber wir haben ja eben schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es bemerkt hätte. Wie gesagt, ich würde jetzt gerne von mir behaupten, natürlich hätte ich das bemerkt. Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall so ehrlich sein und sagen, dass ich es definitiv nicht ausschließen kann, dass ich da auch voll drauf reingefallen wäre. Gemacht? Nicht nur für die Aufmerksamkeit. Weil es sich eben auch gut anfühlt, ne? Also nur nochmal zur Erklärung, es fühlt sich ja auch gut an, wenn ich weiß, dass eine Person, die mir wohlgesonnen ist oder zumindest scheint, die vielleicht ein ähnliches Wertesystem hat wie ich, mir auf einmal in einer sehr aufgeladenen Zeit sagt, ja, ich bin bei dir, ich helfe dir, ich bin
auf deiner Seite und man sucht sich so jeden Strohhalm, den man kriegen kann gerade. Insofern ja. Sondern auch, weil wir zeigen wollten, wie anfällig wir alle für Populismus sind. Mir fällt Populismus auch nicht so leicht auf, wenn er Haltungen vertritt, die meinen entsprechen. Denn das Gefühl, die da oben vertreten uns nicht richtig, kennen wir wohl alle. Demokratie... Ja, genau das. Demokratie ist halt voller Kompromisse und träge. Da ist Frust normal. Und auch Arbeit und anstrengend. Ich glaube, wir vergessen auch immer, dass Demokratie und das aufrechtzuerhalten anstrengend ist. Es ist Arbeit. Wir müssen weiterhin, und das sehen wir jetzt auch, dafür kämpfen. Und genau da holt uns Populismus ab. Wenn man es nur schafft, diesen Frust auf den Punkt zu bringen und behauptet, man würde es besser machen, kann man allein damit schon viel Aufmerksamkeit und Zuspruch gewinnen. Ich habe im Video Probleme beschrieben, aber keine Lösungen genannt. War aber egal, trotzdem wollten mich einige wählen. Und wir routen nun mal gerne... Das ist tatsächlich auch was mich sehr oft stört. Probleme zu benennen ohne Lösungen. Das ist ja sehr, sehr verbreitet in der Politik. Und deswegen weist mich da bitte auch immer gerne drauf hin. Ich versuche wirklich immer Lösungsansätze mir selber zu überlegen. Ich glaube nicht, dass ich alleine dafür verantwortlich bin, dass ich auch dass man die Arroganz hat zu sagen, ich weiß das alles, ich kann das alles. Ich möchte aber, dass wir gemeinsam Lösungen finden und dass man nicht einfach nur sagt, das ist scheiße, das darfst du nicht, das sollst du nicht, sondern auch überlegt, was können wir denn tun? Und deswegen sage ich auch immer wieder, Bewusstsein schaffen. Ich glaube, Bewusstsein schaffen ist eins der wichtigsten Sachen. Eigene Privilegien hinterfragen, sich weiterbilden, das Ego beiseite legen, aktiv werden. Geht auf die Straße, werdet online aktiv. Im Endeffekt, jede Form des Aktivismus ist gut. Übt Druck auf die Politik aus. Gerne für Außenseiter. Sich als Teil einer unterschätzten Gruppe zu fühlen, wie wir Nerds, die Faktenfans, die nicht auf Populismus reinfallen, vermittelt ein gutes Gefühl. Auch deswegen funktioniert Populismus so gut. Wir sind alle anfällig dafür. Ach, nur damit es klar ist, ne? Ich gehe nicht in die Politik. Und hier auch nochmal die 5 rhetorischen Tools aus unserer Sendung. Für mich besonders wichtig, Mott und Bailey. Denn Leute, ich habe doch nie gesagt, dass ich in die Politik gehe. Ich habe nicht gelogen. Jeder Satz, guckt euch nochmal an, jeder Satz in diesem Video ist für sich wahr. Nur in der Zusammenstellung war es natürlich höchst missverständlich. Kalkulierte Ambivalenz nennt sich dieser Trick übrigens sehr beliebt für die Mott und Bailey-Taktik. Das ist wirklich seit langem eins der geilsten Sachen, die ich gesehen habe. Ne? Also das jetzt. Das Video an sich war schon wirklich gut, aber das finde ich wirklich genius. Ich finde es richtig, richtig gut, dass sie das gemacht haben und gesagt haben, hey, wir machen ein Video, hauen das eine Woche vor, ich weiß gar nicht, wie viele Tage, Woche vorher raus, in dem wir all das anwenden und gucken, was passiert, auch natürlich mit dem Risiko, dass es nicht funktioniert, und dann das jetzt so aufzulösen, zu sagen, wir sind alle anfällig dafür, weil sonst entsteht wieder dieses Gefühl von, siehst du, habe ich doch gesagt, wusste ich doch, die anderen sind das Problem. Und ich glaube, wir alle sind anfällig dafür. Krass. Richtig gut. Und dafür will ich mich hier ganz aufrichtig entschuldigen. Ich brauchte halt irgendeinen plausiblen Vorwand, um Populismus zu demonstrieren. Ja. Aber sonst habe ich jedes Wort in diesem Video schon so gemeint. Ich glaube an eine vernünftige Mehrheit im Sinne von, wenn es so etwas gibt wie eine echte schweigende Mehrheit, dann sind es die ganzen nicht extremen Menschen, die zu langweilig sind, um Aufmerksamkeit zu erregen. Umso besser, dass diese... Ich glaube, das ist auch übrigens jetzt so im Nebensatz ein total wichtiger Punkt, dass viele Menschen einfach oft auch nicht sagen. Ich glaube, das ist hier auf YouTube so, dass viele Menschen sagen, ich kommentiere eigentlich nicht, ich sage eigentlich nichts. Trotzdem stimmen diese Menschen zu oder sind einem wohlgesonnen. Und diejenigen, die laut sind, sind oft diejenigen, die auch am ehesten ausfallend und beleidigend werden, die uns dann als eine Mehrheit vorkommen. Und es gibt ja auch Menschengruppen, die sich dann einfach organisieren, die Telegram-Gruppen oder Facebook-Gruppen haben, in denen sie dann irgendwas reinposten und sofort irgendwo vor Ort und Stelle sind. Und das ist wie so Spürhunde. Die riechen, dass da irgendjemand Gendern gesagt hat. Die riechen, wenn jemand von den Grünen was gepostet hat. Die riechen, wenn, ich weiß es nicht, ne? Und diese Demos, bei denen Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen sind, haben mir einfach wirklich Kraft gegeben. Und glaubt man nicht, dass alle Menschen, die da waren, Grüne wählen oder linksgrün woke waren. Das sind Menschen, die auf die Straße gegangen sind für unsere Demokratie. Und ich habe selber gemerkt, wie mir das wieder Hoffnung gemacht hat. Wie ich gemerkt habe, boah, krass, ich fühle mich so erdrückt von dem, was in der Welt passiert. Aber ich sehe, dass eigentlich in der Grundidee die meisten Menschen für eine Demokratie stehen, für diese Werte, die wir haben, einstehen. Dass diese Mehrheit, wenn es drauf ankommt, doch nicht schweigt,
sondern zu Hunderttausenden auf die Straßen geht, um unsere Demokratie zu verteidigen. Nicht schweigen. Keine Schweigen. Und diese nicht schweigende Mehrheit darf sich ruhig weiterhin sichtbar und hörbar machen. Und holt euch den Diskurs zurück, auch ich mische mich weiter ein. Definitiv nicht als Politikerin, aber mit Wissenschaftssendungen auch nächste Woche. Also, wir sehen uns. Tschüss. So Leute, als Entschädigung und an dieser Stelle also nochmal direkt an die Community, Entschuldigung für diese Irreführung. Als Entschädigung gibt es jetzt für euch einen online-exklusiven Einblick hinter die Kulissen unseres Populismus-Stunts. Also erstmal, ich bin schon davon ausgegangen, dass dieser Stunt klappt. Ich hätte nur wirklich nicht gedacht, dass es so einschlägt. Und zwar nicht nur diese Unzahl an Schlagzeilen und Artikeln, die alles, was ich gesagt habe, entweder uneingeordnet oder sogar falsch wiedergegeben haben, sondern auch hinter den Kulissen gab es sehr viel Interesse von seriösen Medien aus unterschiedlichen Bundestagsparteien, wo mein eigener Populismus oder meine Inhaltslosigkeit entweder egal waren oder nicht aufgefallen waren oder ich zumindest nicht damit konfrontiert wurde. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass wenn ich jetzt zugesagt hätte zu einem Interview mit einem der seriösen Medien, dass ich dann auch inhaltlich konfrontiert worden wäre. Aber wenn ich jetzt wirklich in die Politik gehen würde, dann hätte ich mit diesem letzten Video, so wie es ist, eigentlich alles erreicht, was ich brauche, nämlich volle Aufmerksamkeit. Im Gegensatz dazu war das Internet deutlich kritischer. Eine Weile vor dem Video haben wir versucht, auf Reddit Gerüchte zu streuen. Völlig unbelegt, also einfach so, ich habe gehört, dass my Politik. Keine Chance. Wir wurden sofort geblockt. War natürlich schade für uns, aber Kudos an Reddit, also sehr gut gemacht. Reddit war eh die Plattform, auf der wir die ersten oder zumindest die meisten kritischen Reflexionen zum Video gesehen haben. Auch bei MyLab haben wir kritische Kommentare gesehen von Fans, also auch da sehr gut. Shoutout natürlich an Alex, aka der dunkle Parabelritter hier auf YouTube, beziehungsweise hat noch die Kanäle Prinz und Eisberg. Und auf dem Prinz-Kanal gab es das Video, wie Mai euch manipuliert, und damit war er spot on. Alex, ich habe das Video erst nach der Aufzeichnung gesehen, sonst hätte ich dich noch eingeladen. Einer meiner Lieblingskommentare unter dem MyLab-Video war, hat jemand einen Zeitstempel, wo sie das mit der Partei sagt? Hab keinen Bock, mit den Quakengänse anzuhören. Ich sag mal so, er stellt die richtige Frage. So, und wichtig ist noch, falls jetzt das letzte Video im Freundeskreis oder so Diskussion, oder wenn das Thema war, schickt euren Freunden oder eurer Familie unbedingt dieses Video, also die Auflösung. Es ist natürlich wichtig, dass die Auflösung genauso viel Aufmerksamkeit bekommt. Voll, sonst bleibt es nämlich einfach so stehen. Jetzt habe ich super lange nichts gesagt, das ist ungewöhnlich, ne, für mich, aber ich habe hier, glaube ich, heute schon genug geredet. Bekommt, wie der ursprüngliche Populismus-Stunt, das ist natürlich das Risiko, dass das jetzt weniger Aufmerksamkeit bekommt, weil das halt nicht populistisch ist, deswegen der populistische Titel. Aber ja, da bin ich gespannt, ob dieser Teil des Experiments auch noch aufgeht, und helft uns da bitte gerne, indem ihr dieses Video teilt und natürlich auch Like, kommentiert, ihr wisst schon, Algorithmus. Und dieses Mal lohnt es sich auch, diese Algorithmus, Like, kommentieren, teilen, ne, alles, sie hat es vorgemacht. Sich auch diese Sendung in der ZDF-Mediathek nachzuschauen, also die komplette MyThinkX-Sendung, die unter anderem auch Stepptanz enthält. Ja, MyThinkX geht jetzt wieder los, also das war jetzt die erste Sendung, jetzt jeden Sonntag um 18 Uhr in der Mediathek, 22:15 Uhr auch auf ZDF-Neo. Ja, das war krass, krass, krass gut. Ich fand es auf sehr vielen Ebenen gut. Sie hat sachlich, faktisch, unfassbar gut aufgeklärt. Unter dem Video ist natürlich das Originalvideo verlinkt und ich werde euch auch das Populismus.info unter dem Video verlinken. Und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es jetzt wieder regelmäßiger Videos gibt. Fühlt euch umarmt, wenn ihr wollt. Danke für eure Existenz und Küsse gehen raus.